In Marienthal werden in den kommenden Wochen weitere 170 Asylbewerber untergebracht. Darüber informierten Stadt und Landkreis auf einer Bürgerversammlung. In der Pauluskirche wurden auch die aktuellen Zahlen sowie die Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht. Bis Ende 2015 waren im Landkreis 3.200 Leute untergebracht. Die Schätzung für 2016 beläuft sich auf knapp 6.800, eine deutliche Verdopplung. Am Einlass zur Einwohnerversammlung hatte es einige Diskussionen mit Bürgern gegeben, denen der Zutritt verwehrt wurde. Rein kamen nur die, die eine Einladung hatten und sich ausweisen konnten. Wir handhaben das ja bei den Informationsveranstaltungen so, dass wir Personen und Haushalte einladen, die unmittelbar im Umfeld der betreffenden Objekte wohnen. Wir machen das auch deswegen, dass eben die Veranstaltungen sachlich ablaufen und dass die Kapazitäten nicht überschritten werden. Eingeladen sind heute oder Einladungen verschickt wurden heute an 650 Haushalte. Ich hatte draußen auch Stimmen gehört, dass Leute gesagt haben, ich wohne ja direkt daneben. Die wurden nicht eingeladen. Demnach wird es für diese Stadtbereiche weitere Versammlungen geben, oder? Ja, wir planen in anderen Stadtteilen ähnliche Informationsveranstaltungen zu machen innerhalb der nächsten Wochen. Unabhängig davon sind wir auch sehr dankbar, wenn hier die Medien vor Ort sind, die dann eben auch über die Inhalte der Veranstaltung berichten und dementsprechend auch die Aussagen transportieren. Letztlich war die Zahl der Besucher recht übersichtlich, sodass auch den zunächst abgewiesenen Bürgern Einlass gewährt werden konnte. In der Einwohnerstunde wurden Fragen gestellt, die mit denen früherer Versammlungen vergleichbar waren. Zum Beispiel die Sorge um die Sicherheit der Bürger. Der Leiter des Polizeireviers Zwickau versuchte zwar, diese Bedenken mit Argumenten auszuräumen, doch wenn das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger angekratzt ist, können auch Zahlen nicht viel verbessern. Einen Tipp gab der Polizeivertreter den Leuten an die Hand. Bei schwerwiegenden Problemen oder gar Straftaten solle man sich nicht scheuen, die Polizei zu rufen. Selbst wenn der Streifenwagen zu spät eintrifft, ist der Polizei das betreffende Gebiet dann bekannt und rückt damit stärker in den Fokus künftiger Streifentätigkeit.